Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und huch, was ist jetzt los? Warum ist mein Mikrofon wieder so laut? Test, 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 test. Ich glaube, jetzt übersteuert es nicht mehr. Das ist echt merkwürdig. Irgendwas ist komisch. Ich habe mein OBS nicht geupdatet, soweit ich weiß. Und es ist trotzdem wieder. Ach nee, neulich hat es, glaube ich, OBS geupdatet. Jedenfalls ist mein Mikrofon wieder. Jetzt muss ich es wieder ein bisschen leiser stellen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zu leise bin, dass es nicht übersteuert. Sehr merkwürdig. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Map. Genau, da sind wir gelandet. Und beim ewigen Ladesimulator, das Problem ist, dass ich im Moment ein Video speichere. Und deswegen dauert alles ein bisschen länger. Aber ich dachte mir, eine Zeit nutzen und mal kurz ein Let's Play Video machen. Ich weiß nicht, wie lang das Video heute wird. Im letzten Video habe ich ja gesagt, beziehungsweise nochmal ganz kurzes Recap. Für alle, die das letzte Video Let's Map verpasst haben, YouTube hat das wohl anscheinend nicht bei allen in die Box reingeschickt. In die Abo-Box. Wir haben in der letzten Folge Let's Map, die kam vor kurzem erst raus, ne? Also die vorherige Folge Let's Map ist ja schon bestimmt ein halbes Jahr her, aber wir sind jetzt wieder dran beim Mappen und die letzte Folge kam vor kurzem erst raus. Und da haben wir den Foliage Generator, das Foliage Generator Skript von Kevin K98 von Let's Map Comedy ausprobiert. Und haben hier das so eingestellt, dass wir quasi mit dem Info-Layer hier hinmalen können und dann hier diese Foliages und der, ne, Waldboden und so weiter alles automatisch erstellt wird. Was natürlich wahnsinnig cool ist, ne? Das ist das, was wir immer von Hand gemacht haben hier. Das auf dieser Seite, ne? Das noch von Hand. Und das ist so eine wahnsinnige Arbeit gewesen. Und damit macht das jetzt automatisch und damit geht das ruckzuck und damit ist quasi ein ganz, 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 ganz großer Stein fällt mir da vom Herzen sozusagen und ein ganz großer Aufgabenbereich weg. Ich meine, wir haben jetzt hier noch so viel Wald haben wir schon gemacht. Ne? Das hier ist alles Wald, den wir schon gemacht haben. Hier drüben ist auch Wald, den sieht man jetzt von hier gar nicht. Hier, ne, da überall. Wir haben schon so viel Wald gemacht. Aber wir müssen auch noch so viel Wald machen. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt und ja. Das geht jetzt alles automatisch, das ist natürlich super. Allerdings ist es so, dass es da noch ein Skript gibt und ich ziehe das jetzt mal gerade in meinen Bildschirm rein. Und zwar ist das der Tree Generator. Den gibt es hier. Und der funktioniert im Grunde genau gleich, nur dass er anstatt den Foliages Bäume hinbastelt. Und da gibt es jetzt hier noch keine PDF-Anleitung, sondern man muss tatsächlich hier, hier im Forum schauen. So, ja, wie gesagt, es ist also ein bisschen langsamer, weil ich Video rennt und damit die CPU ein bisschen überfüllt ist. Aber das hier ist die Anleitung. Erstmal muss man hier im Scenograph sich sowas aufbauen. Und ja. Dann muss man einfach nur das Skript ausführen und davor noch ein paar Sachen einstellen. Und der Layer, der hier verwendet wird, wird der gleiche Info-Layer wie für den Foliage-Generator. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn ich jetzt hier mal auf die Info-Layer-Geschichte hier drauf halte. Wir müssen erstmal hier Window. In Terrain Editing, jawohl. So, hier erstmal bei dem Info-Layer gucken. Und zwar möchte ich den Fruit Density Info-Layer. Und wenn ich das nochmal hin und her schalte. Ah, okay, nee, wir haben ja einige Layer, ne? Layer 0 und Layer 1 ist ja hier für das die unterschiedlichen Foliage-Geschichten verbaut. Wobei es natürlich schon so ist, dass wir quasi jetzt die Layer hoch. Die Layer hier auch alle wieder wegmachen können. Ne? Da, wo wir jetzt schon eine Foliage hingemalt haben. Bevor wir den Foliage Generator wieder ausführen, weil sonst macht er das ja doppelt. Ne? Also man zeichnet immer das, was man haben will, und danach macht man es wieder weg. Aber wir können jetzt hier jeden anderen Layer auch nehmen. Wir machen jetzt hier mal alle weg und malen jetzt mal im Layer 7, würde ich sagen. Ne, das ist 7 ist Layer 128. Okay, dann machen wir das nicht. Machen wir einfach 4. Dass das hier Häkchen passt. Und dann mache ich jetzt hier mal Script, Create New Script. Und dann wollen wir natürlich das Script Tree Generator nennen. So. Und dann müssen wir hier wiederum aus GitHub das einfügen. Hier aus dem Tree Generator. Dieses gesamte Skript hier. So. Steuerung C. Steuerung V. Und dann speichern wir das eben mal. Und dann machen wir das mal so, dass wir jetzt hier testweise auf unserem schönen Testwald hier ein bisschen Layer 10 hinmalen. Da sollen überall Bäume stehen. So. Hier natürlich nicht so ganz, ne, da. So. Das sollte jetzt hier schon mal passen, damit Layer 10. Hoffe ich mal. Ne, Layer 4 haben wir nicht, Layer 10. So. Und dann machen wir jetzt einfach mal testweise ein paar Bäume hin. Jetzt können wir auch hier nochmal aus dem Modus rausgehen, dann ist nämlich nicht alles so dunkel und schwarz. Und öffnen wir mal den Script-Editor und jetzt müssen wir erstmal gucken. Ne? Hier erstmal müssen wir den Pfad hier anpassen. Zu der Fruit Density GRLE. Und zwar sind wir hier in. Wir machen das einfach mal so, dass wir das alles. Könnt ihr den Pfad aus einem anderen Skript rauskopieren, ne? Foliage Creator. So. Na, dieser Ingame oder InGE-Skript-Editor ist nicht der allertollste. Der ist ein bisschen frustrierend, aber geht schon.
So. Local Path Density Fruit ist, glaube ich, die gleiche Variable, jawohl. So, dann können wir das schon mal speichern und dann müssen wir jetzt hier den Bit, use Bit, und zwar wollen wir Bit 4. Obwohl, das ist verwirrend, weil hier steht use Bit und das hier wären die einzelnen Bits, ne? Aber wir wollen ja, glaube ich, das Layer Value. Wir müssen jetzt hier gerade noch mal gucken, was hier in der Dings hier drin steht. Okay, ja, also in der Fruit Density zum Beispiel mit dem Layer 10 einen Bereich mal speichern im Skript UseBit auf Wert 10 einstellen. Okay, also UseBit ist im Grunde UseLayer. Dann passt das. Dann sind wir nämlich hier bei der Nummer 4. So, dann haben wir den Faktor. Das ist einfach ein Faktor, wie viele Bäume es sein sollen. Das ist nicht irgendwie, dass jetzt hier dann 1 Million Bäume stehen. Oder was haben wir jetzt hier? 100.000, dass hier 100.000 Bäume in dem Bereich stehen, sondern es ist einfach nur ein Faktor. Ich lasse den jetzt einfach mal auf diesen Wert. Ich habe keine Ahnung, wie klein oder groß der eingestellt ist. So, Tree Radius ist der Radius zwischen den Bäumen, ne, der minimal Abstand sein muss. Jetzt weiß ich nicht, 0,5, ob das ein halber Meter ist. Ich glaube, ein halber Meter ist ein bisschen eng. Machen wir vielleicht mal auf 1,0, würde ich mal sagen, wenn das wirklich so ist. So, das, was ich jetzt noch machen muss, ist das Template erstellen, ne, für die Bäume. Und ich würde mal sagen, gucken wir mal gerade ganz kurz. Ich gucke mal selber ganz kurz hier einen Blick ins Skript rein. Also die Position setzt es auf jeden Fall. Von daher ist es vollkommen egal, wie die Dinger translated sind, glaube ich. Also speichern wir erst nochmal ganz kurz und dann, ja, haben wir natürlich hier den typischen GE-Bug, nur dass wir hier nicht ganz runter scrollen können. Und ihr seht, das geht einfach weiter. Also muss man hier einfach mal Rechtsklick und Collapse All machen und dann kann man plötzlich runterscrollen. Ja, wunderschöne GE-Bug im 8.0, 8.1, 8.2 in allen 8er GE. Und ja, ne, ist halt so. So, machen wir jetzt hier erstmal Transform Group. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Name von der Transform Group, ich sehe jetzt hier nirgendwo was mit über den Transform Group Namen. Ja, nee, da ist nichts mit dem Namen. Parent TG. Get Selection 0 und dann haben wir die Child ist das Template. Okay, also der Name ist vollkommen egal, aber wir können es ja trotzdem so machen wie hier in der Dings hier Trees und dann Templates und dann das Ding. Das packe ich jetzt mal auf einen anderen Bildschirm und das machen wir jetzt mal genauso. Aber wie gesagt, der Name ist eigentlich vollkommen egal. Trees. Ich weiß gar nicht, ob man Klammer machen kann, aber ich mache jetzt hier einfach mal Unterstrich Select. Dann weiß man, das ist das, was man auswählen muss, wenn man das Skript laufen lässt. So, und dann haben wir hier Template. Beziehungsweise man kann hier theoretisch vielleicht mehrere Templates machen und dann das nach oben schieben, wo man verwendet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum das so aufgebaut ist, aber so ist das jedenfalls. So, und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was für Bäume wir reinmachen. Wir packen auf jeden Fall das Blue Stage 4 rein. So. Und wir packen die vielleicht einfach mal hier hin, so als, ne, die Template-Bäume. Dann packen wir auf jeden Fall ne, unsere große ne, Pine Stage 5 dazu. Die haben wir auch sehr viel verwendet. Und dann weiß ich gar nicht, ne, was wir jetzt hier sonst noch. So, jetzt ist mein Video fertig, sehr schön. Was wir jetzt hier sonst noch am besten reinpacken, haben wir noch einen anderen Pine. Ne, Pine Stage, das ist auch Pine Stage 5, Spruce Stage 4. Können auch Spruce Stage 3 dazu packen hier. So. Diese drei Bäumchen hier und ich weiß auch nicht, ob man da noch hier soll irgendwie sowas da dazu packen soll. Birch. Machen wir mal testweise. Ne? Und es ist jetzt so, wenn man von einem Baum mehr haben möchte als von den anderen, dann muss man den einfach hier öfter einfügen. Und ich würde mal sagen, von den beiden wollen wir mehr haben als von den beiden kleinen. Also machen wir den hier einfach nochmal und den hier einfach nochmal. Und dann haben wir quasi da so eine hoffentlich schöne bunte Mischung. Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja auch noch die ganz großen hier. Ob wir von denen auch noch einen reinmachen sollen hier. Na, das ist auch so eine Sache, ich muss jetzt erstmal ein bisschen rausprobieren und dann, ja, schauen wir mal. So, jetzt kann ich den nicht auswählen. Warum kann ich den nicht auswählen? Hallo, ich möchte diesen schönen Baum hier. Das ist doch nur Spruce Stage 4. Ich dachte, wir haben schon Spruce Stage 4. Warum sieht der so groß aus? Wir haben schon Spruce Stage 4. Aus irgendeinem Grund sieht der da so groß aus. Hä? Ist der skaliert? Tatsache, der ist höher skaliert. Oh. Wie ist das passiert? Skalierte Bäume sind nicht gut, weil wenn man die umsägt, dann passt das nicht. Ich habe keinen Baum skaliert, nicht, dass ich mich erinnern kann. Es muss ein Standardbaum sein. Ich habe nur Standardbäume kopiert. Gibt es auf der Felsbrunnen skalierte Bäume? Wow. Okay, gut. Belassen wir es mal dabei. Wie gesagt, von denen haben wir zwei.
Wir können ja, dass man das hier auch schön sieht in unser Template, dass wir das quasi vor Augen haben. Diese beide nochmal verschieben. Ne? Wir haben zwei von denen und jeweils einen von denen. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir das Skript eine Runde laufen lassen. Sollte jetzt alles passen und wenn alles hinhaut, ich packe das mal auf einen anderen Bildschirm, dann haben wir jetzt hier gleich Bäume. Ich drücke jetzt mal auf Execute. Einen Moment und jetzt. Nichts passiert? Nichts passiert. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Und zwar, ich kann jetzt mal gerade gucken, wir müssen auch am besten machen wir die Konsole auf, dann sehen wir nämlich, was genau passiert ist. Zero Trees generated. Oh, ich weiß warum. Ich habe das hier nicht selektiert. Ich habe es extra noch Trees-Select genannt. Ich bin so schlau, ne? Jetzt aber. Execute. Hallo? Fällt dort Density Map GRLE Field Dimensions? Ich will doch die Field Dimensions gar nicht. Braucht man die Field Dimensions? Use Field Dimensions. Wenn das hier false returnt, dann sollte das eigentlich nicht die Field Dimensions nutzen. Jetzt sagt er aber trotzdem hier, dass er die nicht laden kann und vielleicht deswegen die Bäume nicht erstellen kann. Dann machen wir das einfach mal so, dass wir hier stattdessen einfach false hinschreiben. Dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert, ob das daran lag, weil wir haben ja die Field Dimensions haben wir nicht reingeladen. Ne? Nee, immer noch Zero. Jetzt haben wir zwar keine Fehler mehr, aber immer noch Zero Trees generated. Also haben wir irgendein Problem. Für das Ausdrücken des Skripts muss die TG Trees angeklickt werden, ja. Es kann im Grunde nur zwei Möglichkeiten geben. Erstmal, unser Info-Layer ist vielleicht falsch. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier eigentlich den. Full Density, bitte. Hallo. Genau, jetzt passt es wieder. Hä? Jetzt haben wir hier plötzlich nur zwei Layer auf der Full Density. Vorhin hatten wir viele. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die hat gar nicht mehr Layer, die hat nur diese zwei. Insgesamt drei. Warum hat die so wenig Layer? Gut, das ist dann halb so wild. Dann machen wir das ganz einfach so. Dass wir einfach den gleichen nehmen. Macht ja auch nichts. Das malen wir jetzt einfach mal weg und dann können wir ja das doppelt nehmen. Ne? Wir können jetzt ja trotzdem hier mal. Das einfach in dem Layer hier hinmalen. Wie gesagt, es macht ja an sich nichts aus, wenn wir denselben Layer hier für die Foliage Generation und für die Tree Generation nutzen, weil man sie eh nachdem er generiert hat, wieder wegmachen muss. Den Layer. Weil er sonst fürs nächste nicht frei ist. Und da könnte das so schon passen. Lassen wir das mal so. Und lassen das mal eben laufen. Jetzt müsste es gehen. Und zwar wollen wir jetzt hier aber Layer Value 1. Also müssen wir jetzt hier mal das Layer Value auf 1 umändern. Ja, das ist eine buggy GE. Sonst hätte ich das gleich gesehen, dass er nicht so viele Layer hat. Aber jetzt sieht man es wieder nicht. Ne? Ihr seht das. Jetzt sind hier wieder 7 Layer angegeben, obwohl die anscheinend nur 2 hat. Ja, beim Einbauen hätte ich da genau, oder wo ich die Fruit Density eingebaut habe, muss ich nochmal gucken, ob da nur 2 Layer angegeben sind, ob das Absicht ist oder so. Aber egal. Jetzt müsste es hoffentlich funktionieren. Probieren wir nochmal. Execute. 28 Trees generated. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Jetzt hat nur die Bäume alle wo ganz woanders hingesetzt, ne? Beziehungsweise sitzen nur da Bäume. Ach, ich weiß warum. Wisst ihr auch warum? Ich bin so schlau, ne? Ich meine, der Vorteil ist, wir können jetzt hier die Bäume einfach alle wieder löschen. Wir müssen das ja speichern, ne? Wir müssen das speichern, ansonsten ist ja die Fruit Density nicht gespeichert und wenn die Fruit Density nicht gespeichert ist, dann hat das Skript ja nicht die aktuelle Datei, weil das Skript ja immer die Datei, wie sie gerade ist, lädt. Also erstmal kurz auf Speichern klicken und dann sollte es hoffentlich klappen. Aber dass die Fruit Density da nur zwei Layer hat, das wundert mich immer noch ein bisschen, beziehungsweise hat er dann drei Layer, aber zwei Bits. Das wundert mich ein bisschen. Naja. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist gespeichert. Gerade mal gucken, da ist er wieder, der Info-Layer. Na, hier können wir es auch sehen, dass es nur sogar nur zwei Layer hat und nicht zwei Bits. Ist
sehr merkwürdige Sache. Aber wie gesagt, da ist der GE ein bisschen buggy, dass er hier nie das Richtige anzeigt, ne, hier bei den Leiern und den Info-Channels. Da ist einfach, ne, buggy, bug, bug. So, speichern wir nochmal zur Sicherheit, execute. Es müssten dann auch da. Jetzt haben wir das Zero Trees generated. Ach ja, ich weiß warum. Jetzt aber. Execute. Was? Zero Trees generated? Warum? Ich habe das hier ausgewählt. Execute. Zero Trees generated. Dann ist jetzt hier wieder irgendwas mit den Layern kaputt. Ja, irgendwas ist mit den Layern kaputt. Fruit Density. Ach, das ist doch frustrierend. Und das ist, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein GE-Bug ist. Jetzt haben wir hier nur ein Layer im Moment, ne? Probieren wir das nochmal. Layer Value 1. Haben wir jetzt hier hingemalt. So. Speichern wir. Ich könnte wetten, dass es gleich wieder nicht geht. Das ist echt frustrierend. Aber wie gesagt, das liegt nicht unbedingt am Skript, sondern es liegt tatsächlich am GE. Das ist, wenn man die Farmlands malt, dann hat man auch so einen schönen Spaß manchmal. Graust mir auch noch so ein bisschen davon, die muss ich ja erst noch malen. So, jetzt aber. Okay, 143 Bäume hat das jetzt gemacht. Das sind einige. Ja gut, das ist fast ein bisschen dicht, würde ich mal sagen. Also kann man den Faktor doch noch ein bisschen runterstellen. Also ganz so dicht muss es nicht sein. Oder den Abstand ein bisschen erhöhen. 1,5 Meter Abstand wäre wahrscheinlich auch noch in Ordnung. Wobei es dann nicht schlecht ist, wenn die manchmal dicht stehen. Aber ich glaube insgesamt, wenn wir hier von der Baumdichte angucken, dann ist es... Ja, doch ist es ein bisschen dichter als das, was ich so gesetzt habe. Also ganz so dicht müsste es, glaube ich, nicht sein. Aber ansonsten ist es schon nicht schlecht. War ziemlich cool, ne? Einfach mal so, zack, Bäume hin. Wisst ihr, was eigentlich ziemlich cool wäre? Ich fand das ja so toll, dass mir so viel durch den Wald muss, aber eigentlich wäre es ziemlich cool, wenn wir hier unten das größere Dorf hätten, wenn hier einfach nicht diese Hügel hier wäre. Sondern wenn wir hier gerade rausgucken könnten ins Dorf. Wenn hier so eine kleine Lichtung wäre, wo man so durchgucken könnte dann. Und hier quasi hochfährt, nochmal das Dorf sehen. Das wäre doch cool. Glaube ich. Das war ja früher so auf der Map, dass ich bewusst ganz viele Bäume und Wald und so weiter eingebaut habe, dass ich die Glippdistanzen überall total runtersetzen konnte, weil man von nirgendwo nichts sieht. Aber ich meine, das Dorf sieht mir auch von hier überall und jetzt sind wir im 19er und Performance ist alles ein bisschen besser und so und ja, wir bauen jetzt keine Rechner mehr, keine PCs mehr für irgendwelche Kartoffelkisten, sondern schon für richtige Rechner. Nein, also ne, ich passe natürlich auf die Performance ein bisschen auf, aber optisch soll es ja auch was hermachen, deswegen. Ich finde das gerade irgendwie eine coole Idee. Hier so eine Lichtung reinmachen, das gefällt mir eigentlich. Am besten mache ich das gleich mal, sonst vergesse ich das wieder. Einfach hier. Und übrigens, ne, immer mal wieder schreiben mich Leute, haben gesagt, ich habe voll den Fehler im GE. Ich verändere den Boden, aber die ne, Pflanzen bleiben alle stehen. Ihr müsst einfach nur so weit rausscrollen und wieder reinzoomen, bis das geupdatet hat. Naja, das war nicht weit genug. Jetzt seht ihr es, sind sie wieder an Ordnungsstelle. Ne? Wenn man das Terrain verändert, updaten sich halt nicht die Pflanzen automatisch. Ja, bei den Bäumen geht das nicht, weil das sind Objekte, aber die Foliage ist hier auf dem Terrain stehen. So, und jetzt mache ich aber, glaube ich, auch mal mit Steuerung R und mit Replace mache ich das jetzt. Dass wir erstmal quasi so ein Grundlevel kriegen. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen tiefer. Das hier auch. Nur dass es hier so ein bisschen schön nach unten geht. So, und das hier so ein bisschen so. Andere Variante, wie man die Foliage updaten kann, ist einfach in den Foliage-Mode gehen und dann mal hier irgendwo hinklicken in der Nähe. Natürlich müsste man dafür auch erstmal irgendeine Foliage auswählen. Und zwar nicht Terrain Detail, sondern irgendeine, die Fruit Density nutzt. Dann wird nämlich die Fruit Density geupdatet und dann seht ihr. Zumindest das, was in der unmittelbaren Nähe ist, wird dann geupdatet. Das ist auch eine Variante. So. Also das stelle ich mir doch ziemlich cool vor, wenn man hier so hochfährt und dann da noch so ein bisschen eine Lichtung hat, wo man da runter gucken kann. Ich wollte eh hier, glaube ich, irgendwie so ein bisschen eine Wiese am Hang machen, von daher hinterm Dorf hoch. Passt das eigentlich dann ganz gut. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Wald noch relativ klein gehalten. Ja, doch, gefällt mir. Und habe auch mal wieder eine kleine Idee. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache, oder ich weiß nicht, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir doch einige Sachen auch neu gemacht haben hier in der Map. Und was nicht exakt gleich ist, das ist halt auch wieder so eine Sache. Da konnte man früher nicht durchgucken. War früher nicht gewollt. Wie gesagt, wegen Clip-Distanz und so weiter.
Und hätte auch nicht so schön ausgesehen. Aber jetzt mit dem 19 und so. Ja, so ein paar Änderungen sind einfach in Ordnung und nötig, finde ich, dass die Map auch einen neuen Flair kriegt. Ne? Das ist immer so eine Sache mit Map-Konvertierung. Ach, könnte ich auch ein bisschen Rant gehen. Ich bin mal sehr gespannt, na, die Stappenbach. Es ist ja angekündigt, na, dass die Stappenbach kommt im 19er. Und da werden sich einige Leute sehr drauf freuen. Viele, viele Leute sehr drauf freuen. Gibt es natürlich ein paar Stimmen, ne, die im Grunde immer ne, so ne, früher, wo man auch auf Vinyl die Sachen aufgenommen hat. Und ja, ne, wenn das dann mal gehängt hat und einfach wieder zurückgesprungen ist. Ja, ne, so eine Platte, die hängt. Jedes Jahr wieder, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Stappenbach gab es ursprünglich sogar im LS 13, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich dachte eigentlich erst im LS 15, aber vielleicht sogar schon im LS 13. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, ne? Im LS 17 waren ja die Stimmen schon so groß, von wegen, die Map ist ruiniert und die hat den Flair von damals nicht mehr und so weiter und so fort. Wie das halt immer so ist mit Map-Konvertierungen. Ne? Und ja, es war halt tatsächlich auch wirklich was dran, aber ja, damals gab es ja mit den Gebäuden, mit den Hofgebäuden, gab es ja ein Problem, dass es eben keine Erlaubnisse dafür gab und dass sie dann ersetzt wurden durch andere, die halt nicht so richtig drauf gepasst haben, weil ne, es gab halt einfach nicht so wirklich was Passendes. Und ja, das war so in meinen Augen tatsächlich mit ein Grund, warum ich sagen konnte, okay, huch, habt ihr das auch jetzt auf dem Bild? Ich habe hier gerade so flimmernde Streifen gehabt von der Grafikkarte. Komisch. Ja, ne, also wie gesagt, ne, die Höfe waren nicht die allertollsten auf der Stappenbach. Aber ich fand, ansonsten hatte die Flair. Ich habe es ja natürlich auch vorher noch nie gespielt. Aber ihr wisst, dass eine Stappenbach sitzt. Ich habe sie sehr, sehr gern gespielt, die Map. Und ich habe sie wirklich auch vermisst im 19er ein bisschen. Und ja, genau. Und jetzt kam halt wieder ganz viele Stimmen von wegen, die Map ist ruiniert und die Map ist hässlich und solche Sachen halt. Die ist ja noch nicht mal draußen und es wurde noch gar nichts gezeigt. Das ist im Grunde nur so ein Teaser-Video, wo man eh nichts drauf sieht. Und schon kommen ganz. Wie gesagt, ganz viele Leute freuen sich einfach nur drauf, aber so ein paar Leute, die halt immer an allem rummosen und meckern, die fangen jetzt halt schon wieder laut an zu meckern, dass die Map so falsch ist und ruiniert ist und so weiter und ja, schlimmer gemacht wurde. Und das ist halt leider immer eine Gefahr bei Map-Konvertierungen. Na, wenn man eine Map nicht wirklich ganz exakt so konvertiert, wie sie vorher war, dann wird es halt immer Leute geben, denen die Änderungen nicht gefallen. Na, weil eine Map ist einfach so eine Sache. Wenn man da viel Zeit drauf verbracht hat, dann hat man halt hier ein bisschen ins Herz geschlossen und manche Sachen mag man dann einfach auf der Map und dann wird die Map konvertiert und wenn halt gerade zufälligerweise das, was man mag, entfernt wird oder so, da einfach halt sich der Flair immer so auftut, ja, das ist schwierig, ne, mit Map-Konvertierung. Ich denke mal, jetzt bei der Old Alt Map ist halt wirklich so, eine LS11 ist lange, lange her. Die wenigsten Leute werden die noch genau in Erinnerung haben und es hat sich so viel getan im Spiel, dass ich da glaube ich ein bisschen verschont bin. Also ich glaube, wenn ich hier so viele Sachen umändere, wie ich halt umändere, dass da eigentlich am Ende keine negativen Stimmen deswegen kommen werden, die dann sagen, ja gut, die Map war im LSF schöner oder so. Weil wie gesagt, der LSF ist schon so lange her und ich denke mir auch mal, dass es viele Leute gibt, oder sehr viele Leute gibt, die Map im LSF nie gespielt haben, weil sie halt noch gar kein LSF gespielt haben. Aber ne, mit einer Map, die noch im letzten LS war, ist es wirklich schwierig. Weil, ne, wenn man eine Map konvertiert, man hat ja auch als Motto was dazugelernt. Ne? Und man will ja vielleicht auch ein paar Sachen dazu machen oder anders machen, die man vielleicht auch während dem Spiel festgestellt hat, dass vielleicht anders schöner werden oder sowas. Und ja, man stößt dann halt immer, wenn man eine Map neu baut, dann kann keiner sagen, das hat man irgendwie, ne, verunstaltet oder verschandelt oder sowas, weil niemand wusste, ne, wie es vorher aussieht. Aber wenn man halt eine Map quasi konvertiert, dann hat man immer das Problem. Und ja, deswegen, ich bin immer mal so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich solche Änderungen reinbaue, ob ich damit, ne, auch für mich persönlich, weil ich habe ja die Map auch angefangen zu konvertieren aus Nostalgiegründen, ob ich da nicht vielleicht auch für mich persönlich den Flair ein bisschen ruiniere, aber ich glaube, das ist sowieso schon so, dass die ist einfach nicht mehr original genug. Ne? Also, es erinnert noch an die Map hier von der Straßenführung und so, aber es ist einfach ganz viel anders. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Und wie gesagt, ne, das Einzige, was ich hier behalten möchte, ist der Hof. Den möchte ich ja genauso wieder bauen, auch wenn der Hof mir an sich nicht mehr so gefällt und ich das heute anders machen wollen würde. Den Haupthof oder Originalhof möchte ich wieder genauso bauen, einfach aus Nostalgiegründen. Aber ne, auch hier die Feldaufteilung ist noch relativ original, aber wie gesagt, da haben wir uns dann schon Freiheiten genommen mit der zusätzlichen Wiese. Und hier auf dieser Seite des Dorfes wird natürlich ganz anders und ja, viele Sachen anders. Von daher, ein Teil der Map ist relativ dicht am Original gehalten, aber viele Teile sind auch einfach ein bisschen angepasst. Ne? Das Terrain an sich, ne, hier um die Straßenführung, so, das ist alles immer noch original, aber halt mit ein paar kleinen Freiheiten, ne, und ein paar Sachen, die dazugekommen sind. Aber wie gesagt, ne, es ist immer schwierig, sowas. Aber an sich ist die Map allein schon dadurch, dass es hier richtige Wald ist und nicht, ne, der Foliage-Wald im Elf und so weiter. Allein dadurch ist die Map schon kaum wieder zu erkennen, ne, und einfach ganz anders. Und ne, wie gesagt, LS11, ganz andere Grafik, ganz anderes Spiel, ganz andere Mods. Das ist, ne, den Flair fängt man eh oder so nie ein. Ne. Selbst wenn man das 1 zu 1 konvertieren würde, ne, das wäre absolut hässlich. Das passt einfach nicht. Von daher, ja, ne, wie gesagt, um mal den Rant wieder zu vervollständigen, erstens mal. Leute, wenn die Stappenbach rauskommt, warte doch wenigstens einfach, bis sie rauskommt, bevor man so groß rummeckern. Und mir geht das total auf den Keks, dass jetzt schon wieder Leute anfangen von wegen, die ist ruiniert und sowas. Dabei haben sie es ja noch nicht mal gesehen. Und zweitens, wie gesagt, einfach mal ein bisschen offen auch sein dafür, dass Sachen sich halt einfach weiterentwickeln, ne? Und nicht immer alles gleich bleiben kann. Und ja, dann einfach mal abwarten. Ich meine, es kann natürlich sein, dass eine Map ruiniert wird, das ist ganz klar, das passiert vielleicht auch mal.
ne, wenn irgendwas sehr verpfuscht wird oder ne, viele Sachen gelöscht werden oder keine Ahnung was. Aber ich bezweifle das einfach mal, dass es in dem Fall der Fall ist. Und ja, ich bin da natürlich ein bisschen, wie soll ich das sagen, parteiisch, weil ich ja letzten Endes bei Alice Ford Company im Team bin und somit war es nicht direkt mit der Stappenbach und dem Bau der 19er Stappenbach zu tun hatte, aber natürlich trotzdem da so ein bisschen eine Behind the Scenes natürlich immer gewesen bin. Von da, ja, bin ich da ein bisschen parteiisch, aber wie gesagt, ne, also, ja, nicht nur für die Stappenbach, sondern generell, ne, wenn eine konvertierte Map rauskommt, ja, einfach auch ein bisschen offen sein, dass Änderungen halt einfach sein müssen, ne, und nötig sind. Und ja, das Ganze sich halt auch einfach weiterentwickelt. Wie gesagt, das kann immer passieren, dass jemand wirklich verbockt, kann auch bei einer Mod-Konvertierung passieren, ne, dass jemand es komplett verbockt. Und es nicht besser macht, sondern schlechter, aber das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass es gleich ist. Ne? Ich meine, bei einem Mod ist ja auch so. Wenn man Mod vom 17. in 19er konvertiert und dass die Texturen gleich ist, das Materialsystem gleich ist, die Reifen gleich sind, alles gleich ist, die Konfiguration gleich ist, exakt alles gleich ist, nichts dazugekommen ist, nichts verbessert worden ist und so weiter, dann ist das Ding einfach nicht so toll. Ne? Allein schon die Texturen im alten Textursystem und so weiter. Und ja, entsprechend, im Grunde gilt das für Maps auch. Ne? Ein bisschen was Verbesserung muss einfach immer dabei sein und Verbesserung bringt einfach auch immer Veränderung mit und ich finde, das ist völlig in Ordnung. So, Rant zu Ende. Ich würde mal sagen, die Folge ist auch zu Ende. Wir haben den Tree Generator ausprobiert. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem Layer-Geschichte. Ihr habt das gesehen, wenn ihr das selber macht. Achtet da ein bisschen drauf, ne, dass der GE hier manchmal rumzickt und nicht das anzeigt, was eigentlich ist. Und dann dazu macht das halt nochmal, solange bis es funktioniert. Und ja, wie gesagt, die Schritte sind vergleichsweise einfach oder im Grunde die gleichen. Na, die Foliage, die Fruit Density hier, die muss man verbauen. Ne, ich habe das im letzten Video gezeigt, wie man die verbaut für den Foliage Generator. Dann muss man hier so ein Patch malen, dann muss man hier das Template machen, dann muss man das im Skript eben angeben. Ne, weil ein Layer man verwendet hat, den Faktor und den Tree Radius und hier oben den Pfad und dann einfach nur auf Execute und dann zack, sitzen da die Bäume. So einfach ist es. Ne? Und jetzt hier im Template sind hier quasi meine Templates und hier so sind einfach die Bäume dann so drin, die da jetzt created wurden. So, ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge würde ich mal sagen, machen wir uns dann endlich ans Dorf. Ne? Dass wir hier diese Straße hier, übrigens auch lustig, ne? Ich habe einen Kommentar bekommen, wobei ich den ein bisschen als Trollen abtun würde, von wegen, dass ich ja das mit den Straßen bei der Ellerbach so bemängelt hatte damals und jetzt mache ich genau das Gleiche. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt genau gemeint wurde, aber ich glaube, das ging hier um die Dorfstraße, dass quasi Straße Kurven macht, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Leute, es gibt einen Grund, warum die Straße Kurven macht. Der ist nur noch nicht da. Ne? Also da kommen ja noch Häuser drumherum und so weiter. Ne, so macht es natürlich wenig Sinn, weil da könnte man auch locker geradeaus durchgehen. Aber man muss halt mal bedenken, das soll ja ein altes Dorf darstellen und im alten Dorf gehen meistens die Straßen nicht gerade durch, weil in der Regel die Häuser oftmals da waren, bevor eine Straße da war. Weil es einfach so ist, ne, da früher mit Kutsche und so weiter, das waren halt eher Gassen zwischen den Häusern und so weiter. Ne? So richtige Durchgangsstraßen, so waren früher oft im Dorf gar nicht so richtig der Fall. Und ja, die Häuser, die wurden halt einfach so hingebaut drumherum. Und ja, natürlich nicht einfach so hingebaut, aber ihr wisst, wie das ist, ne? Oder ich kenne das selber mit vielen Ortsdurchfahrten, wo man so Schlangenlinien quasi durch den Ort fährt, weil das einfach so ist. Dann stehen da die alten Häuser und die kann man dann einfach abreißen, wenn es um die Straße bauen geht, und dann baut man halt drumrum. Wie gesagt, ne, früher ist es auch dann ganz oft so gewesen, dass halt irgendwie ein Weg zwischen zwei Häusern durchgegangen ist, mehr oder weniger über ein Grundstück von jemandem oder so, wo dann der direkte Weg war sozusagen, aber das ist zu klein, um eine Straße zu bauen, da muss man halt ein bisschen drumrum. Ne? Deswegen ist es auch so, dass oftmals eine alte Dorfstraßen oder eine historische Straße durch ein Dorf anders wäre als die neue Hauptstraße, weil natürlich da, wo die Hauptstraße geht, ne, da musste man sich halt einen Platz suchen, der breit genug ist, dass man eine Straße durchs Dorf bauen kann und nicht quasi einen direkten Weg oder sowas. Von daher, ich weiß nicht, ob sie das speziell darauf bezogen hat und ich weiß nicht, ob es ein Troll war oder nicht, aber jedenfalls, wenn ich die Straße hier so gemacht hätte mit diesen Kurven hier, was ich jetzt da vielleicht mache oder vielleicht nicht, na, wenn die Kurven hier noch weiter, dann gibt es da definitiv einen Grund dafür, warum das so ist. Dann, ja, stehen da definitiv ein paar sehr alte Häuser so an der Straße, dass die nicht anders sein könnte. Ansonsten ist aber natürlich tatsächlich so, dass hier auf dieser Map, na, das ist alles 11 entstanden und einige Sachen hier auf dieser Map sind mit Sicherheit so, dass sie nicht so viel Sinn ergeben. Und einige davon habe ich auch beibehalten, ne? Weil eben wie gesagt, Straßennetz und so, denn aus Nostalgiegründen habe ich so gut es geht original gelassen. Von da, ja, solche Dinge findet man hier mit Sicherheit auf der Map. Weil damals war es einfach natürlich dann das noch ein bisschen niedrig, wobei ich eigentlich schon der Meinung bin, dass ich mir relativ viel Mühe gegeben habe, auch damals schon, dass die ganzen Sachen so sind, dass sie eigentlich Sinn ergeben. Ne? Hier ist zum Beispiel so eine Stelle, na, warum geht die Straße jetzt hier so komisch hier rüben rum? Ne, da macht es auch eigentlich keinen Sinn, weil die Straße könnte locker hier durchgehen, hier ist eine Faltgrenze und sowas. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, na, wo ich halt damals einfach so gemacht habe, weil ich Spaß dran hatte, dass die Straße hier so einen großen Bogen macht. Und ne, es ist auch in echt manchmal so, dass Straßen oft einen großen Bogen machen, vor allem so alte Straßen, die nicht neu gebaut wurden. Na, wenn diese Straße jetzt hier neu gebaut werden würde, würde man die macht höchstwahrscheinlich hier durchziehen. Ganz klar. Na, ich meine, hier haben wir so ein bisschen Felszeug. Vielleicht war das früher der Grund, warum hier rumgegangen ist, aber warum hat man es dann hier weggeschlagen? Ne? Also, und da
wie gesagt, das ergibt nicht immer so ganz Sinn. Oder warum haben wir hier so einen Feldweg, der durchgeht und die Straße geht hier so außen rum und so. Das ist, ne, also so ganz hundertprozentig Sinn ergibt es nicht, wie die Straßenführung hier nun mal ist. Aber das, wie gesagt, ich mache da nichts, ich ändere da nichts, weil das ist halt, ne, der originale Flair, der ist halt nun mal einfach so. Ansonsten, wenn ich Straßen neu mache hier, dann sollte es natürlich Sinn ergeben. Ja, Rant zu Ende, Video zu Ende. Sorry, dass ich viel gequasselt habe und wenig geschafft habe. Wie gesagt, ich hoffe mal, ich muss echt mal so einen Dings da oben machen, ne? So eine Zahl, wie oft ich, wie gesagt, sage, ist ganz übel, ganz, ganz übel. Ja, eine lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Mal machen wir hoffentlich hier am Dorf weiter, dann gibt es vielleicht auch wieder Zeitrafferaufnahmen vom Straßebauen und so. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss!